Kommt nicht gleich das Arschloch? Egal, wir gehen einfach wieder hoch. Wir haben jetzt hier alles gesehen soweit. Da ist ein bisschen Licht. Da sind Kisten. Eingangshalle. Es war unvermeidlich. Die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit. Als er die Fensterläden öffnete, eröffneten die französischen Soldaten das Feuer auf die zwei zurückfeuernden jungen Männer. Ihre Stimmen verstummten im Rauch der Waffen. Ich komme, um die Wandteppiche zu begutachten. Ja, aber wenn Sie ein britischer Lord sind, dann bin ich Mickey Maus. Was erlaubt er sich? Fledermäuse. Ah. Da waren wir auch noch nicht, glaube ich. Warte mal, ist das nicht der... Ach doch, 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 doch. Das ist der Eingangs... Nee, das ist nicht der Eingangsbereich. Was ist denn das? Zunder. Und da ist eine Kiste. Öl. Und noch mehr Zunder. Okay. Gucken wir mal, ob wir da raus können. Wäre geil. Natürlich nicht. Ah. Ich will aber irgendwo hin, wo es schön ist. Wo die Blumen blühen und mir schöne Lieder gesungen werden. Lieder von kuscheligen kleinen Häschen. Und nix von scheiß Dämonen, Untoten und alten gruseligen Schlössern. Was ist das hier? War ich hier schon? Wo geht's da hin? Alte Archive. Nee, da war ich schon. Da kam ich. Ja, ich habe doch schon zwei Chemikalien. Wo sind denn noch Chemikalien? Guck, ich habe Zinkerz, Königswasser. Ja, und ein Laudanum. Weinkeller. Labor. Oder waren da vorne noch irgendwo Chemikalien? Oh! Fuck! Holy shit! Das war eben noch nicht, das war eben noch nicht. Dieses eklige Zeug. Hier gucken Steine aus der Wand. Ist das irgendwie nur Grafik oder? Nee, das sollte sein. Holy shit! Es schleimt ja so. Ja, 2 von 4 habe ich schon mal. Die alten Archive. Nee, da ist bestimmt nichts. Was ist hinten noch so? Da ist eine Treppe nach unten. Was steht da drauf? Das ist das. Die Raffinerie. Oh, ach nee, da war ja dieses Zeug hier. Deswegen ich nicht durch konnte. Das muss ich ja erst mit irgendwelchen Chemikalien auflösen. Horror. Na, 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 na. Ist hier hinten so? Nix. Aber hier kann man sich gut verstecken. So ein bisschen. Glaube ich. Weiß es nicht. Hab lange nicht mehr Verstecken gespielt.
Scheiß Windzug! Scheiß Windzug! Was war das hier? Labor. Nee. Weinkeller müsste noch irgendwas sein. Oh, ich will da nicht warten. Ich hab keinen Bock mehr. Er setzte sich bei der Kaspar nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den sandbedeckten Boden. Wenn das so die Art von Träumen war, die der gute Lovecraft damals hatte, dann war der echt ziemlich krank im Kopf. Da schreit wieder irgendwas unangenehm. Müssen die Dinge immer unangenehm schreien? Können die nicht... Ach! Echt jetzt? Das war direkt vor mir. Ich habe hier schon mal drauf geguckt und es nicht mitgenommen. Oh fuck, oh fuck. Die Tür ging zu. Die Tür aufmachen? Ich mag nicht mehr. Hier komm ich ja. Oh, diese Geräusche, das ist mit Kopfhörern so ekelhaft. Okay, so viel Öl habe ich nicht mehr. Okay, ich habe 3 von 4. Ich bin angeblich nicht richtig alles durchgegangen. Der Raum hier, den haben wir schon gesehen. Okay, da ist noch eine Tür. Was ist hier so? Ja, hier waren wir ja schon. Hier war doch nichts. Wir können mit den Eingeweiden spielen. Das ist ja schick. Lila Blut. Lila Blut. Lila Blut. Anfangs hat es sogar hießen, wir sollen dem Lila Blut folgen. Ach Gott. Nee, das sind nur komische Hüte. Oder... Körbe. Da hinten? Nee. Da drin? Geh mal auf. Oh Gott, kannst du mal aufhören zu heulen? Mir ist auch zum Heulen, aber trotzdem jag ich hier nicht die ganze Zeit anderen Leuten Angst ein. Das ist voll der Arschloch-Move. Und wenn mich jemand fragt, warum ich dieses Scheißspiel spiele... Weil ich mir dachte, hey, das ist voll lustig. Der Jasper, ein Kumpel von mir, der hat voll Angst bei solchen Spielen. Hahaha, ha, ha, wie lustig. Der erschrickt sich. Lol, lol, lol. Roffel, roffel, roffel. Ich krieg mich nicht mehr ein. Oh Gott, Jasper. Jasper, es tut mir so leid. Willst du weiter spielen, Jasper? Erstmal komm her, spiel weiter. Ich bin. Ist hier hinten. Wo kann denn noch was sein? Wo ist denn dieses letzte fucking Chemikalien-Ding? Oh, da hinten ist noch eine Tür. Da. Oh, oh, da hinten ist noch eine Tür. War ich da schon drin? Die ist zu, die ist zu. Oh Gott. Oh Gott, das sieht unschön aus. Ah doch, hier war ich doch schon.
da ist nichts. Da muss ich also noch mal ins Labor. Da fällt mir ein, ich muss morgen arbeiten und früh raus. Ja, vor mir liegt ein total tolles Wochenende mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Das heißt, mein Wochenende. Oh, Zunder! Na, 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 na. Mein Wochenende startet für mich erst offiziell am Montagabend. Was ich auch gerade in diesem Moment... Ha, da ist es, da ist es! Nur halb so ätzend finde wie sonst. Aufgenommen, Opiment. Okay, hier sind überall Fliegen. Und ich glaube, jetzt bin ich am Arsch. Wenn jetzt nichts Gruseliges passiert, dann... Dann... Ja, was ich sagen wollte, ich finde es gerade gar nicht so schlimm, dass ich morgen arbeiten muss. Weil so habe ich einen Grund, hier nicht wie bei Shroud of the Avatar... Oh, meine Nase juckt. Wie bei Shroud of the Avatar, stundenlange... Extrem... Nach einer dreitägigen Auf... Nach einem drei... Segelboot, Algerien, Mittelmeer, Gibraltar, SS Hortensia, nach London. Okay. So habe ich einen Grund, der mich davon abhält. Ficken! Der mich davon... Der mich davon abhält, dieses Spiel genauso exzessiv und lange zu streamen wie Shroud of the Avatar. Und ich muss... Warte mal. Aber... Hä? War das vorhin auch schon? Worauf ich hinaus wollte ist, ja, ich muss endlich mal wirklich Retro streamen, wie ich es vorhatte, denn eigentlich bin ich ja nicht umsonst Retro Floppy und nicht, hey, das Spiel ist 6 Jahre alt, das lassen wir jetzt mal als Retro durchgehen, Floppy. Wobei ich sagen muss, dass so dieses Gameplay, es gibt auch aktuelle Spiele, die vom Gameplay her stark Retro sind. Und das hier ist gerade einfach nur... Oh... Kann ich da runter? Ja, ich sagen wollte, das hier ist gerade einfach nur... Ja, da. Was war das? Was war das? Was war das? Ah, meine Laterne ist leer. Oh, scheiße, ich hab kein Öl. Ich hab kein Öl. Ich hab kein Öl. Gittigit. Aua, aua. Das Leinentuch roch nach Wüste und feuchten Moschus. Die Stücke lagen durcheinander gewürfelt darüber. Zu viele, dachte er. Oder... Konnte ich nicht zu Ende lesen. Und gleich kommt das untote Monster. Schönen guten Tag, Daniel. Ich bin untot, aber das soll ich nicht davon abhalten, mit mir eine engere Bindung einzugehen. Ich hoffe, du bist auch nekrosexuell. Ich hab kein Öl. Ich finde auch so Räume mit unheilvollen Gittern voll entspannt. Und dann so uraltmäßige, mistinspirierte Rätsel, während das Bild sich schüttelt, weil ich